Ich grüße euch, meine Freunde, und willkommen zum Overwatch Bootcamp, ein Format, in dem ich Tipps zu einzelnen Helden gebe. Und heute sprechen wir über Moira. Wir machen das Ganze ein bisschen anders, indem wir das Ganze live machen. Und ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Erfahrung mit Moira sammeln können im Ranked. Wie ihr seht, ich habe 15 Stunden mit ihr spielen können, quasi One-Trick-mäßig. Und meine Win-Percentage liegt bei ihr momentan bei 64%. Das Maximum lag bei 72%, glaube ich. Und auch wenn die Stats jetzt wirklich keine Aussagekraft haben oder so in die Richtung, aber ich kann es euch mal einblenden. Laut Overbuff bin ich aktuell in der Top 100 der Moira-Spieler und war maximal auf der Top 30. Aber ja, das war dahingestellt. Diese Stats haben wirklich kaum eine Aussagekraft. Aber was ich damit nun sagen möchte, ist, ich habe ziemlich viel Erfahrung mit ihr sammeln können. So, jetzt kommen wir eigentlich zu den eigentlichen Tipps. Und zwar, Tipp Nummer 1, ihr müsst extrem schnell mit Moira sein. Und zwar hilft es tatsächlich, obwohl es wirklich eine Präferenzsache ist, die Controls von Moira anzupassen, ja. Das heißt, ihr werdet mit Moira schnell merken, dass ihr, wenn ihr eine niedrige Sense habt, wirklich euer Mauspad komplett ausreizen werdet. Ich habe so ein XXL-Mauspad von Razer und wirklich, ich bin bis zum Anschlag links und rechts, weil ich nicht nur 360-Grad-Drehungen mache, sondern wirklich 1000-Grad-Drehungen. Weil der Grund dafür liegt im Prinzip darin, dass du, weil man immer am Tracken ist mit der rechten Maustaste, aber dazu kommen wir nochmal gleich. Das heißt, es würde schon Sinn machen, im Prinzip die Maus-Sense ein bisschen höher zu stellen. Ich habe die in der Regel 1600x3, also auf 3 quasi hier immer stehen. Man könnte höher gehen, was ich jetzt nicht machen werde, aber man könnte es auf jeden Fall machen. Zweiter Tipp ist Crosshair-Anpassung. Es sieht zwar ein bisschen bekloppt aus, das was hier vor mir ist, ja, so ein Riesenkreis, aber es hat schon einen guten Grund. Und zwar ist aktuell zumindest die Reichweite von ihrem Right-Click genau so angepasst, dass ich ihn quasi, dass ich die Gegner quasi erwische, sobald sie knapp, ja, so knapp neben dem Kreis, also oder gerade zum Kreis kommen. Den Kreis kann man leider nicht größer machen, das ist quasi das Maximum. Aber, um euch das hier nochmal zu zeigen, gehen wir mal auf Moira, Circle. Und wichtig ist einfach, dass der Kreis auf 100 gestellt ist. Das ist eigentlich das Wichtigste. Den Rest könnt ihr so anpassen, wie ihr es gerne hättet, ob es durchsichtig ist oder nicht. Farbe und so weiter, das ist euch überlassen. Aber die Größe auf 100 zu stellen, hilft wirklich, denn ja, man hat einfach viel mehr Spielraum rein optisch gesehen und fürs Empfinden. Das ist der zweite Tipp auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Tipp und zwar rechte Maustaste immer gedrückt halten. Ja, also wirklich, wenn ihr nichts anderes zu tun habt oder egal was ihr gerade macht und gerade keine anderen Fähigkeiten benutzt, einfach gedrückt halten. Denn die Reichweite wird teilweise unterschätzt und mal angenommen, ihr seht einen Gegner vor euch und ihr denkt, ja okay, das ist ein, ich weiß nicht, ob es 20 Meter sind, ob es 25 Meter sind, einfach rechte Maustaste gedrückt halten und ab und zu werdet ihr diesen Gegner erwischen, ja. Und ihr seht gerade, auch wenn ich nur ab und an mal drüber fahre, ein bisschen Damage macht es immer. Das heißt, ihr macht ein bisschen Schaden, ihr heilt euch zeitgleich immer wieder ein bisschen und ladet eure Ulti auf. So, kommen wir zum nächsten Tipp und zwar ist das Ganze bezüglich Selbstheilung. Es gibt 3 Optionen, wie ihr euch selber heilen könnt. Entweder ihr haltet im Prinzip die rechte Maustaste gedrückt, aber es geht eigentlich darum, eine Burst-Heilung rauszubekommen. Das heißt, ihr geht extrem low und ihr müsst euch schnell hochheilen. Ja? Und die rechte Maustaste ist eher so ein kleiner Survivability-Tool, aber es hilft euch nicht immer, sag ich mal, euch komplett hochzuheilen, gerade dann so also in Teamfight-Situation, wenn ihr gepressured werdet von mehreren Gegnern und ihr müsst euch schnell hochheilen. Option Nummer 1 ist, ihr schießt die Kugel nach vorne und lauft mit. Jetzt ist es im Prinzip so, dass die Kugel sehr schnell ist und wir nicht hinterherkommen. Aber die Kugeln verlangsamen sich, wenn sie jemanden heilen. Das heißt, ich nehme jetzt hier ein bisschen Damage. Hier ebenfalls, so. Und jetzt schieße ich die Kugel nach vorne und kann mitlaufen. Das heißt, die Kugel heilt mich so lange, bis ich voll bin und dann wird sie erst schnell und verzieht sich. Das ist eine Option. Die könnt ihr aber nur anwenden, wenn ihr im Prinzip genug Zeit habt, mitlaufen zu können und nicht Gefahr lauft, wirklich in jedem Moment zu sterben, ja? Indem ihr extrem low seid mit einem HP oder wie auch immer. Die nächste Option ist, wenn ihr mal angenommen wirklich nur noch ein HP habt oder irgendwie so ein paar Prozent Leben und ihr in Deckung seid, sodass keiner weiß, wo ihr eigentlich denn seid. Ja, mal angenommen, der Teamfight ist hier vorne, ihr verpieselt euch hier hinten hin und wartet. Das heißt, ihr dürft euch nicht mehr zeigen lassen, ihr könnt die Kugel nicht nach vorne schießen und hinterherlaufen. Dann ist es am besten, wenn ihr so ein bisschen in der Umgebung um euch blickt und zuseht, so wo die Kugel den größten Effekt hätte, ja.
Das ist zum Beispiel hier so eine perfekte Stelle, in der man sich heilen kann. Ja? Das heißt, ich würde in diesem Fall, wenn ich jetzt low wäre, einfach hier stehen bleiben und die Kugel nach vorne schießen und sie würde im Prinzip hier hin und her bouncen und mich einmal voll heilen. Das heißt, ich muss nicht peeken, ich muss nicht rauslaufen, muss nicht hoffen, dass irgendein anderer Heiler mich irgendwie erwischt und ich laufe halt nicht Gefahr, irgendwie durch einen Peek irgendwie nochmal erblickt zu werden und dann ja drauf zu gehen. Das heißt, einfach gegen eine Wand bzw. gegen zwei Wände schießen und sich selbst voll heilen. Die nächste Option ist, und das ist eigentlich so, ja, eigentlich so eine Option, die man am allerhäufigsten benutzen wird oder sollte, meiner Meinung nach, und zwar sich im Combat zu heilen. Das heißt, man ist in einem Teamfight und man möchte erstens die maximale Heilung für sich selbst und für sein Team rausholen. Und das macht man im Prinzip dann so. Mal angenommen, ich stehe hier vorne, ich bin low vom Leben her, sehe aber, vor mir sind irgendwo Teammates, mal angenommen, dieser Roboter hier vorne ist ein Teammate und ich möchte ihn heilen und mich zeitgleich auch. Wenn ich die Kugel jetzt nach vorne schieße und hinlaufen würde, dann wäre die Kugel viel zu langsam, als dass sie mein Teammate rechtzeitig erreicht. Das heißt, ich versuche natürlich, ihn und mich zeitgleich zu heilen, also Maximum Value im Prinzip. Und ihr macht das im Prinzip so, ihr schießt die Kugel nach vorne und portet euch dahin. Das heißt, die Kugel wird hier ankommen, euer Teammitglied heilen und euch selbst. Ja, das ist quasi so die Option, wie man sich heilt. Ihr seid erstens, seid ihr in diesem Moment unverwundbar, das heißt, der Gegner weiß gar nicht, wo ihr hingegangen seid, ja. Und ihr heilt quasi dann zwei Personen oder im besten Fall natürlich noch mehr Personen, die vorne stehen und euch selbst, ja, das ist halt immer das Wichtigste, dass ihr euch selbst damit dann natürlich dann auch erwischt, ja, das heißt, Kugel nach, ach okay, so nicht, machen wir es gerade nochmal, also man muss ja wirklich schnell sein, meistens ist es so, man hält die rechte Maustaste, um immer noch so ein bisschen am Leben zu bleiben, man trackt die ganze Zeit einen Gegner, da muss es wirklich ganz schnell gehen, zack, einmal rüber und sich hier voll heilen lassen, rechte Maustaste dann gedrückt halten, so, das wäre die nächste Option, wenn man sich am besten heilen kann. Kommen wir zum nächsten Tipp und zwar betrifft das Ganze die Ult-Ladung. Und die Ult-Ladung bei Moira passiert wirklich sehr schnell, aber man kann es auch falsch machen. Ja? Und zwar, die Ult lädt sich am allerschnellsten auf mit Heilung und nicht mit dem Schaden. Viele sagen ja immer so, ja, es ist ja mit am wichtigsten die rechte Maus, also die Damage-Kugel von Moira zu benutzen. Was auch richtig ist, aber immer nur dann, wenn eure Teammates voll geheilt sind, ihr genug Leben habt und ja, ihr, sag ich mal, nicht so in der Gefahr seid, ja. Es ist aber trotzdem sehr, 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 sehr wichtig, den Healball zu benutzen. Ja, und zwar ist das die Fähigkeit, um eine Burst-Heilung rauszuhauen und um ziemlich schnell eure Ulti aufzuladen. Das heißt, ihr seht hier vorne Teammates, die wenig Leben haben, dann macht ihr den da. Das heißt, die Kugel nach vorne schießen und die Leute zeitgleich hochheilen, um so schnell es geht, eure Ulti zu laden. Denn die Ulti hat zwar jetzt nicht den aller krassesten Impact, aber der große Vorteil eurer Ult ist, dass ihr sie schnell laden könnt. Und das könnt ihr mit Heilung tatsächlich wesentlich schneller als mit Damage. So, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar, wen fokust man mit Moiras Ulti? Moiras Ulti hat ja beide Effekte, und zwar eine Heilung und ein Damage-Effekt auf dem Strahl. Und der Damage ist gar nicht mal so hoch, also die Heilung jetzt auch nicht wirklich, aber ich sag mal so, die Heilung ist besser als der Damage. Der Damage beträgt nämlich 70 pro Sekunde und die Heilung 140 pro Sekunde. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Mercy fokussen wollt, die gerade in ihrer Ulti, also in der Valkyrie, in der Luft fliegt, müsst ihr euch das so denken, dass ihr gerade mal 50 Schaden pro Sekunde an ihr macht, weil sie ja die passive Heilung auf sich drauf hat, und ihr 4 Sekunden lang ohne zu verfehlen auf Mercy tracken müsst, um sie zu killen. Und es ist super schwierig, das kann ich euch schon mal sagen. 4 Sekunden ist wirklich ziemlich lange, so ein perfektes Tracking hinzubekommen, wenn Mercy rumfliegt. Es macht nur dann Sinn, wenn das Team den Call macht, okay, alle auf Mercy, weil dann bringt es auf jeden Fall was, wenn das Team quasi den zusätzlichen Schaden von euch hat. Aber ansonsten, wenn ihr der Einzige seid oder die einzige Person seid, die Mercy in der Luft fokust, dann würde ich das echt sein lassen an der Stelle. Macht wirklich keinen Sinn, weil 4 Sekunden durchgehend zu tracken, da muss man schon richtig krass sein an der Stelle, wenn Mercy hin und her fliegt, sagen wir mal so. Wenn sie an einem Punkt steht, dann ist es ja easy. So, ihr solltet aber trotzdem euren Fokus auf Heiler legen, ja, das heißt, wenn ihr seht,
dass eure Teammitglieder safe sind. Ja, also das heißt, die Priorität liegt natürlich in allererster Linie auf der Heilung. Das heißt, wenn ihr seht, okay, die Leute droppen bei mir, kritische Targets und kurz vorm Sterben, dann geht ihr natürlich auf die einzelnen Leute drauf und versucht sie mit dem Strahl zu heilen. Wenn ihr aber die Option habt, Damage zu machen, dann geht ihr zuallererst auf die Heiler. Das heißt, wenn Mercy nicht ulte, dann geht ihr auf Mercy, ihr geht auf Zenyatta, ihr geht auf Ana. Das sind eure Targets, auf die ihr drauf geht. Und ihr könnt sie richtig, richtig gut rausholen und tatsächlich killen. Denn 70 Damage pro Sekunde, das heißt, ihr müsst 3 Sekunden tracken für 200 HP-Helden, also für die Supporter und DPS-Heroes, kein Problem. Also 3 Sekunden tracken, es muss auch kein perfektes Tracking sein, weil die sich ja nicht konstant selber heilen, so wie Mercy in der Ulti, ist auf jeden Fall möglich. Danach, die zweite Priorität ist DPS-Helden. Das heißt zum Beispiel, wir gehen mal kurz hier mal rein in die Liste, Genji ist ein sehr gutes Target für euch, also den zu fokussen ist wirklich 1A, ist auch gar nicht mal so schwer. Tracer würde ich euch abraten, Tracer zu fokussen, weil sie hat einmal einen Recall, sie hat die Blinks und sie hat zwar nur 150 HP, das heißt, ihr müsst rein theoretisch 2,2 Sekunden oder so auf ihr draufbleiben, aber das ist super schwer, weil sie immer hin und her geht, das heißt, so ein konstantes Tracking könnt ihr auf Tracer nicht schaffen. Genau dasselbe gilt für Sombra, weil sie sich wegportet. Easy ist es wirklich auf Genji, auf Doomfist ist es relativ einfach, auf Pharah ist es perfekt, also Pharah aus der Luft zu holen ist richtig super. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass Pharah euch nicht Feuer umbringt, weil sie braucht nur 2 Rockets und ihr seid Geschichte. Reaper ist ein bisschen schwierig, ihr müsst halt immer darauf achten, wenn er in die Wraith-Form geht, dass ihr dann mit dem Tracken aufhört und irgendein anderes Ziel sucht, weil das ist halt einfach Zeitverschwendung oder Ultverschwendung, auf ihn drauf zu bleiben. Soldier, wenn er das Heilfeld auf den Boden gestellt hat, könnt ihr ihn auch in Ruhe lassen. Also dann braucht ihr ihn gar nicht zu fokussen mit eurem Strahl, weil er kann quasi den Damage wegheilen. Ja, das macht, wie gesagt, auch keinen Sinn. Ansonsten alle möglichen, also ihr versteht schon, worauf ich hinaus möchte, ne? Wenn ihr zum Beispiel Mei in den Eisblock geht, dann fokussen sie natürlich auch nicht. Das sind auf jeden Fall die Prioritäten. Erst Supporter, dann DPS Klassen und erst zu allerletzt die Tanks. Ne? Die Tanks halten natürlich am allermeisten aus. Zayas Bubble ist immer so ein Thema, ja, greift man an oder nicht? Ich würde euch immer raten, also davon abraten, anzugreifen. Allerdings ist es so, wenn das Team irgendwie den Fokus auf Zaya gibt, dann kann man ruhig die Bubble angreifen und sie dann quasi runterburnen oder wie man auch immer das nennen möchte, um sie schneller zu killen, damit sie eben keinen Schaden verursachen kann, wenn sie high charged ist. So, ansonsten während der Ulti auf jeden Fall aufpassen auf McCrees Flashbang. Sehr, sehr wichtig, denn er kann euch quasi damit unterbrechen. Ansonsten, auf wen ihr auch aufpassen müsst, ist auf Roadhog vor der Hook und vor Annas Sleep da. Das sind so eigentlich die 3 Fähigkeiten, auf die ihr richtig gut aufpassen müsst, wenn ihr gerade in der Ult seid, denn diese Fähigkeiten unterbrechen eure Ulti natürlich und ja, sie ist zunichte. So, damit wären wir auch fast am Ende des Videos, bevor ich es vergesse. Es gibt ja noch die Shift-Fähigkeit von Sombra, wollte ich sagen, von Mercy. Von Mercy, ach Gott, ich bin einfach nur verwirrt. Von Moira. Und zwar kann man am Ende der Fähigkeit springen, ja. Das heißt, ja, man kann quasi noch ein Stück weiter nach vorne shiften. Man kann diese Fähigkeit aber auch benutzen, indem man am Anfang springt, um, irgendwo hochjumpen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier shifte und am Ende springe, bringt es natürlich nichts, ja, weil dann komme ich da nicht hoch. Wenn ich allerdings am Anfang springe und shifte, also direkt nach dem Shift springe, dann kann ich quasi auf so höher gelegene Pfeiler oder etwas höher gelegene Highgrounds kommen und teilweise auch wesentlich weiter springen. Ja? Also auf einigen Maps bringt es tatsächlich was. Es gibt natürlich auch, sag ich mal, diese Trickjumps, ja, wo man an irgendwelchen Ecken irgendwo hochkommt. Da habt ihr auch bestimmt irgendwo Videos gesehen, solche Sachen im Prinzip. Ne? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe mir die Sachen angeguckt, ich habe die Sachen geübt, aber es gibt wirklich kaum oder bis gar keinen effektiven Mehrwert, den man in diesen hektischen Fights mit Moira hat, denn Moira ist übelst hektisch, ja, man spielt sie wirklich super schnell und man hat kaum Zeit, in Fights irgendetwas anderes zu machen, als permanent zu heilen, Damage zu machen und hin und her zu shiften, um zu überleben. Also diese Trickjumps sind nett, könnt ihr gerne machen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich werde euch aber jetzt keine zeigen, weil meines Erachtens ist es alles gar keinen praktischen Mehrwert, ja, diese Trickjumps. Also,
Damit wären wir auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem etwas längeren Video. Ich hoffe, es war trotzdem okay für euch. Ich finde es live gar nicht mal so schlecht. Also ich finde es eigentlich so in Ordnung, das Video so zu machen, indem ich es hier so direkt zeige. Also Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Euer Oleg. Haut rein.